Hallo, es ist wieder Freitag und wir befinden uns immer noch in der Buchwoche, Buchpräsentationswoche. Wow. Ich habe ein Buch für euch und das heißt Julia und Satani. Das habe ich schon vor längerem gelesen. Das habe ich jetzt auch leider gar nicht zur Hand, weil ich hatte mir das Buch von meiner damaligen Ex-Freundin ausgeliehen. Also sie hat es mir ausgeliehen, meinte, hier, lies mal, das ist ein echt gutes Buch. Und in der Zeit, wo ich es hatte, habe ich sogar zweimal durchgelesen. Das ist eigentlich selten, dass ich ein Buch zweimal direkt hintereinander durchlese. Also kein Roman. Und das ist ein echt tolles Buch, was ich euch empfehlen kann und werde, weil es ist ein echt tolles Buch. Und ich habe das nicht zur Hand, aber ich füge da mal ein Bild ein. Ja, das ist das Buch. Ja. Das Buch hat Daniela Schenk geschrieben, ist 2004 erschienen. Und Daniela Schenk ist eine Schweizerdeutsche, die halt Geschichten schreibt, unter anderem über Liebe zwischen zwei Frauen hauptsächlich. Sie hat, wie ich finde, einen sehr tollen Schreibstil. Sie schreibt sehr humorvoll und auch sehr einfach. Also es ist jetzt, was sie schreibt, das ist jetzt keine schwierige Lektüre, dass man da sich daneben eventuell noch einen Duden hinlegen muss und erstmal ihrs lesen und dann den Duden nachblättern, was sie eigentlich will. Nein, so ist es nicht. Es ist echt einfach toll geschrieben. Das ist ein Buch, das kann man echt zwischendurch mal lesen. Und wenn man im Zug sitzt, ich habe es zum Beispiel überwiegend, also ich bin so ein Mensch, wenn ich ein Buch lese, ich lese Bücher meist immer und wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Bus sitze, Straßenbahn, Zug, etc., ich lese immer, also wenn, dann lese ich meist immer woanders Bücher. So, um dem Buch geht es um zwei Frauen, wie schon der Titel sagt, Julia und Satani, ja. Es geht um die beiden Frauen und ja, es ist eine Liebesgeschichte, aber keine langweilige Liebesgeschichte, wie ich finde, weil ich stehe ja ehrlich gesagt nicht so auf Liebesromane, überhaupt nicht, aber ja, das Buch, es handelt, wie gesagt, um die zwei Frauen, es sind halt die zwei Hauptcharaktere, natürlich kommen noch andere Charaktere drin vor. Zum Beispiel, fangen wir mal so an, Julia ist eine Mutter von zwei Kindern im Kindergartenalter. Sie hat eine große Vorliebe für Kinderzeichnung und hat gerade einen Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann hinter sich, kommt aus der Schweiz und will jetzt wegen ihrem Rechtsstreit, um sich von der ganzen Sache zu erholen, fliegt sie mit ihrer besten Freundin, die auch eine sehr wichtige Person in dem Buch ist, Werte, fliegen die zusammen alle zu den Kanaren, um da ein bisschen zu entspannen und Urlaub zu machen. So. Und unter lustigen Umständen lernt Julia die andere Hauptperson, Satani, kennen. Satani ist auch eine Frau, die in der Schweiz lebt, eine attraktive Fotografin. Und sie ist eine offen lebende lesbische Frau, die auch gerade sehr viel Scheiße hinter sich hat mit heterosexuellen Frauen und deswegen, auch wie das Cover schon zeigt, heißt es eigentlich so, sie sagt für sich, eine heterosexuelle Frau ist für sie wie ein Hai in einem Seemeer, also wie ein Hai, ein gefährlicher Hai. Und ja, unter den Umständen lernen sie sich halt kennen und ja, es ist sehr witzig geschrieben auch, wie sie sich kennenlernen und auch die Kinder, die in dem Buch vorkommen, die Kinder von Julia. Die Kinder sind auch sehr wichtige, also wie gesagt, die Kinder sind auch sehr wichtige Personen in dem Buch und es ist auch sehr lustig, über die zu lesen und die Auseinandersetzung mit der Mutter, mit den Kindern und dazu noch die beste Freundin, die auch mitgeflogen ist, die so sehr esoterisch angehaucht ist und auf gut Deutsch gesagt so eine klitzekleine Klatsche hat. Ja, die Personen, das sind alles Personen, mit denen kann man sich auf eine Art und Weise auch identifizieren. Es ist in verschiedenen Formen geschrieben, einmal aus der Sicht der Satani und von der Julia und einmal
zusammengefasste Form einfach, in der es geschrieben ist. Deswegen, man findet auch leicht durch in dem Buch. Es ist, ich finde auch, es ist nichts unnötig in die Länge gezogen. Es ist, wie gesagt, einfach geschrieben und es ist echt, ich musste auch an manchen Stellen, musste ich auch echt laut lachen, weil es einfach zu lustig war. Und ja, deswegen auch dir, liebe Cassandra, ich möchte dir dieses Buch empfehlen. Du hast ja gesagt, dass du bisher noch nicht so, ja, so gute Bücher gefunden hast, die dir jetzt nicht so zusagen, aber ja, das Buch, das trifft auf dich zu. Also ich denke mal, das Buch würde dir gefallen auch. Ja, irgendwie muddel ich alles gerade rum. Genau, Geschichte. Also, Julia ist mit ihrer besten Freundin und ihren beiden Kindern auf den Kanaren. Sie lernt Satani kennen aus komischen Umständen und wie es so trifft, verknallt sich Satani, ob sie will oder nicht, halt in Julia. Aber Julia ist ja noch zu der Zeit hetero und auch leicht gefühlskalt und auch sehr orientierungslos, was auch sehr lustig in der Geschichte ist. Und ja, natürlich kommen sie sich näher und dann passiert dies und das und jenes. Aber ich möchte auch nicht zu viel verraten. Guckt einfach mal im Internet, zum Beispiel bei Amazon. Da gibt es auch sehr viele, also es gibt, glaube ich, 36 Kunden, Resonanzen, habe ich gelesen. 30 von denen haben wirklich mit 5 Sternen bewertet. Und dann gibt es natürlich die eine oder andere, die nur einen Stern gegeben hat und hat geschrieben, ein Scheiß. Aber okay. Also ich finde es ein echt ein tolles Buch, was ich euch empfehlen kann. Und ja, also wie gesagt, Buchpräsentation habe ich schon in der Schule gehasst. Deswegen ist das jetzt nicht so mein Fachgebiet. Guckt, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, guckt einfach ein bisschen rum im Internet. Und ich denke mal, dass ihr auch schnell fündig werdet, ne? Das war es auch schon wieder von mir am Freitag. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns, wie gesagt, auch am nächsten Freitag. Macht's gut, ihr Lieben. Ach ja, falls ihr das Buch kennt und es gelesen habt, schreibt mir mal einen Kommentar, ob ihr euch das Buch genauso gefallen hat wie mir. Ne? Würde mich mal interessieren. Also deswegen macht's gut, ihr lieben, süßen, kleinen, großen, dicken, dünnen Abonnentinnen und auch Abonnenten. Großen. Macht's gut, eure Doni. Ciao.